Ja, moin Leute, seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder einschaltet und wie ihr seht, haben wir den Matariki Park verlassen. Nach 2 Wochen wird es auch mal wieder Zeit, dass wir was anderes sehen. Und jetzt sind wir im nächsten DLC angekommen, im vorherigen, nämlich in Tickermoon Plains. Ich habe mir extra den Namen durchgelesen, damit ich nicht schon wieder vergesse, wie es heißt. Also die Afrika Map, ihr wisst, ich hoffe, wir waren überhaupt auf Afrika hier und nicht irgendwo anders, aber. In Afrika, auf Afrika, ist egal. Egal. Und ja, haben wir gleich direkt vom Lager aus schon den Ausblick auf ein schönes, auf eine schöne Gruppe Tiere, auf eine Gruppe Kudus. Und wir haben sogar direkt ein ausgewachsenes Tier dabei. Das heißt, wir können eigentlich gleich loslegen. So, was wir auch mal abchecken heute ist, ob wir den Hochstand, der ja mit dem neuen DLC kam, ob wir den auch überall sonst benutzen können. Aber ich denke mal schon, es würde ja keinen Sinn machen, wenn wir den wirklich nur auf der Map benutzen könnten. So, Kollege, zack. Einmal rein in die Lunge. So, den Hammer erwischt, oder? Ich denke schon, ja. Ja. Das sieht gut aus. Da haben wir schon mal unser erstes Tier für heute. Schon mal nicht verkehrt. So, dann fahren wir mal weiter. Beziehungsweise wir fahren nicht weiter. Wir holen erstmal das Tier und dann fahren wir weiter. Ich wollte halt mal, naja, wir schauen uns einfach ein bisschen um erstmal, aber ich wollte hier noch ein paar schwarze Flecken aufdecken. Deswegen gehen wir mal weiter in den Südwesten heute. Soweit der Plan. Das Tier wird wahrscheinlich jetzt schon liegen. Da hinten liegt's. Wunderbar. Ja, holen wir es ab. Und dann gehen wir mal weiter und schauen, was wir heute alles so treffen werden. Vielleicht ja mal wieder ein paar geile Tiere mit 3, 4 oder 5 Sternen. Wir werden sehen. Gut, da liegt er, unser Freund. Haben wir doch direkt gut erwischt. So, gucken wir mal, warum wir das Herz hier nicht getroffen haben. Ah, okay, leicht zu hoch. Ich dachte eigentlich, ich hätte relativ tief gezielt, aber nicht tief genug offensichtlich. Naja, schade. Schade, schade, aber die Richtung war schon mal ganz okay. Ansonsten 64, naja, sagen wir mal 65% den A-Wert. Ja. Nehmen wir mit. Ist auf jeden Fall gut Geld wert. Ansonsten, ja, war es das auch. So, ich habe hier eben irgendwo noch einen Büffel gesehen. So einen einsamen Büffel. Wo war denn der? Wo war denn der? Der war doch hier irgendwo. Ach, verdammt. Der, gut. Der hat sich aus dem Staub gemacht, wie es aussieht. Ja gut, dann vergessen wir mal den Büffel. Ich werde jetzt weiter nach Süden aufbrechen. Und dann gucken wir mal, was wir dort finden werden. Let's go. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Let's go. So, was haben wir denn hier? Da kommen sie, die Nilsgänse, Nilgänse, was auch immer. Ich glaube, das sind Nilgänse. Eine, zwei, drei, vier. Nee, keine vier. Moment, gleich geht's weiter. Lad mal nach. Okay. Einen kriegen wir vielleicht noch. Oh, Moment. Das war nicht meine Intention, okay. Wie? Der hat mich nicht getroffen. Oder kam da noch ein zweites Tier? Hä? Ja, der hat mich doch. Also, ihr habt ja gesehen, dass er mich nicht getroffen hat. Das brauche ich euch ja nicht erzählen. Aber auch schön, dass ich. Oh Gott, ich habe mich gerade erschrocken vor dem Löwen. Digga, was ist hier los? Ich habe doch aber. Also. Hä? Na, wahrscheinlich kam da wirklich noch ein zweites. Also, was anderes ist ja nicht möglich. Ja, gut. Die Tiere haben sich durch meine Schrotflinte scheinbar ein bisschen provoziert gefühlt. Kann ich verstehen. Und ich habe mit der Schrotflinte einfach direkt draufgehalten auf den Büffel. Ich glaube, wir haben den. Es würde mich mal interessieren, ob man den Schaden machen kann mit einer Schrotflinte, weil eigentlich. Ich weiß nicht, ob. Also, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Denke mal, die haben ein bisschen zu dicke Haut, um da wirklich gut Schaden zu machen. Aber andererseits, so eine Schrotflinte, also. Ich stelle mir schon vor, dass die ordentlich Wumms hat, aber. Wir werden es ja gleich sehen, aber ich glaube nicht, dass wir das Tier tödlich verwundet haben, auch wenn wir voll auf den Kopf oder auf die Seite geschossen haben. Wir gehen nochmal rüber und wir müssen auch die Gänse noch einsammeln, die da alle liegen. Tja, da hat uns der Kaffernbüffel eiskalt erwischt, ne? Naja, gut. So, hier liegen sie in einer Linie, meine schönen Tiere. Leider habe ich noch keine Blutspur von dem Büffel gefunden, aber ich glaube, da werden wir auch nicht viel finden. Aber wir gucken gleich mal. Das müsste ja auch irgendwo hier mittendrin sein, eigentlich. So, hier. Die haben wir aber nicht so gut erwischt, hä? 3 Schüsse. Achso.
Das sieht dann schon besser aus. Ja. Wunderbar. Ja, Jungtier. Ignorieren wir mal. So, was haben wir hier? Schön auf dem Rücken gelandet. Ausgewachsenes Männchen. 3 Sterne sogar. Und na Mensch, das ist doch was für die Ausstellung. Nilgans übrigens, ja. Habe ich richtig gesehen. Frag mich, wo der Büffel hin ist. Ob der noch in der Nähe ist. Würde mich irgendwie gerne an ihm rächen. Irgendwie. Aber hier haben wir, guck mal hier, hier ist Blut. Können wir mal gucken, ob wir ihn getroffen haben. Aber Schrotflinte reicht halt einfach nicht aus, ne? Vorne ist noch was. Ne, kleine Menge Blut, kleine Menge Blut. Kleine Menge Blut. Hier haben wir ja irgendwie, wir haben ja zweimal getroffen, aber das reicht auch nicht. Ne, das reicht nicht. Schade. Wen haben wir denn da? Da sitzt auf jeden Fall ein Kollege. Ah, besuchen wir den dann doch einfach mal. Aber das mit dem Büffel, ne? Gut. Schade. Hätten auch mit der Schrotflinte erlegt, bin ich ehrlich. Aber naja. Soll wohl einfach nicht gewesen sein. So, Weibchen. Ja. Wirklich, ich würde es gerne nochmal irgendwie in einem Replay sehen, was da passiert ist. Also, wer mich da erwischt hat. Weil ich müsste das doch gesehen haben, wenn da noch ein Büffel auf einmal aus irgendeiner Ecke kam. So, er war wahrscheinlich genau hinter mir, wenn dann. Würde zumindest Sinn machen, dass ich ihn so nicht gesehen habe. Naja, gut. Okay, wir haben alle Enten, glaube ich. Gänse, nicht Enten. Enten sind was anderes. Dann besuchen wir doch mal den einzelnen Typen, der da drüben steht. Wo ist er hin? Hä, wo ist unser Gnu-Kollege hin? Ah, da, er flüchtet. Nee, nee, mein Freund. So geht das nicht. Kannst du jetzt nicht einfach abhauen? Wir haben hier noch eine Rechnung offen miteinander. Ich glaube, ich würde ihn einfach abschießen. Oh, Moment. Die Nilgänse sind wieder da. Da muss ich doch mal kurz. Ich habe nur einen Schuss. Wartet. Das sind die, die übrig geblieben sind. Es wird Zeit, dass die Gruppe aufhört zu existieren. Ein Tier lebt noch. So, bitte. Einmal noch. Ach, 5 Schüsse, 5 Kills. Wunderbar. So, kommt jetzt wieder irgendwo ein Büffel oder? Diesmal nicht? Wunderbar. Okay. Erwachsen, ja, okay. Den Abel war nicht schlecht, aber ist okay. Ausgewachsen weiblich, okay. Männlich ausgewachsen. Guck mal, 2 Sterne. 76% ist auch okay. Ja, naja, gut. Noch ein ausgewachsenes Weibchen ist okay. So ein bisschen Kleingeld sammeln, so, wisst ihr? So fühlt sich das gerade an. So. Und der letzte, auch nochmal ein Männchen ausgewachsen und nochmal einen Stern. Ja gut, das war doch keine schlechte Ausbeute, würde ich sagen. Okay, jetzt sollten wir mal schnell zum Auto eilen. Da drüben der. Nee, der Büffel wollte ich gerade sagen. Das Gnu wartet auch nicht ewig, ja? Gucken, ob es noch da ist. Natürlich ist es nicht mehr da. Was habe ich auch anderes erwartet? Frage ist, wo geht denn der Kollege jetzt hin? Ist er noch hier in dem Bereich oder ist er schon über den Berg? Ich glaube, er ist über den Berg gegangen. Das gefällt mir aber jetzt nicht so sehr. Dann muss ich einmal um den Berg rumfahren wahrscheinlich. Nee, da ist er. Ja, erwachsen. Erwachsen, ja. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Erwachsene Tiere. Weiß ich nicht, Digga. Solltest du vielleicht nicht schießen? Denke ich auch, aber ich werde es trotzdem abschießen. Wo ist es schon wieder hin? Hä? Was ist mit mir? Wo ist denn das Tier jetzt? Das war doch gerade noch hier. Okay, es wird Zeit für den Hochsitz. Wo soll denn das jetzt hin sein? Ich kann doch nicht so blind sein, dass ich das schon wieder nicht sehe. So, jetzt besser? Es ist nicht mehr da, Leute. Ihr seht's. Es ist nicht mehr da. Doch, da ist es. Okay, ich habe einfach nur falsch geguckt. Gut. So, 150 Meter sollten das circa sein. Moment, was ist hier? Achso, keine Blutspur. Okay. 150 Meter, kommt das hin? 200 Meter, okay. Doch ein bisschen weiter weg als gedacht. So, wir haben Rückenwind. Wir sollten vielleicht warten, dass das Tier kurz stehen bleibt, aber es riecht mich vielleicht auch. Ich glaube, ich schieße einfach. Es ist zwar relativ schnell unterwegs, aber wir kriegen das hin.
Sag ich doch, das kriegen wir hin. Ich denke, der war ganz gut. Kopf ist unten? Ja, Kopf ist unten. Ja, den haben wir erwischt. Zwar relativ mittig, aber die Lunge haben wir auf jeden Fall erwischt. So, einmal kurz noch eine Markierung gerne setzen. So, genau. Setz dich doch einfach hin. Da ist gut. Da ist ein guter Platz. Genau. Hat er sich gut ausgesucht. So, den Kollegen holen wir gleich mal, würde ich sagen. So, Hallöchen. Willkommen. Tja, mein Freund, ich habe mal gut erwischt, hä? Oh, sogar gar nicht mal so mittig, wie ich gedacht habe. Eigentlich relativ, ja, relativ zentral. Relativ weit vorne. Okay, zentral und mittig ist jetzt ungefähr dasselbe. Gebe ich zu, aber relativ weit vorne, okay? War auf jeden Fall angebracht. War okay, der war ganz gut, ja. Ja, 76%. Ja, ich weiß. Das Tier hätte vielleicht Potenzial gehabt, aber auch nicht so viel Potenzial, dass es traurig wäre. Also ist okay. Das Geld nehmen wir mit. 440. Jupp. So, ich habe da hinten jetzt irgendwo an so einem Wasserfleck habe ich eine Herde Büffel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da kurz nochmal hin will, denn mit den Büffeln habe ich noch eine Rechnung offen. Es werden wahrscheinlich nicht diese Büffel gewesen sein, aber vielleicht wären sie es. Wir gehen da jetzt mal hin. Dann gucken wir mal, wer dort auf uns wartet. Das müsste gleich hier hinter dem Hügel sein. Eigentlich hier links gleich. Oh. So. So, da vorne sind sie doch. Ich sehe sie doch. So, ja, ich habe euch im Blick, meine Büffelfreunde. Vielleicht ist sogar wirklich der Büffel, der uns angegriffen hat, dabei. Dann können wir mal gucken, wie viel Schaden die Schrotflinte doch tatsächlich gemacht hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Es sind mehr Büffel, die da drum chillen, aber es sind mehr weibliche Büffel. Da sind noch mehr. So, der Büffel, der uns angegriffen hat, war eher schwarz. Eher so wie der hier, oder? Da drüben ist natürlich auch noch ein Büffel, der ein bisschen dunkler aussieht, aber ich würde jetzt mal das Tier hier abschießen, weil es gerade relativ gut steht und weil das ungefähr zu dem Büffel passt, der uns angegriffen hat. Wollen wir auf den Kopf gehen? Wir könnten einfach auf den Kopf schießen oder halt auf die Lunge, aber das Tier sitzt und sitzende Tiere, schießen wir einfach drauf, komm. Ihr wisst, wie das ist, ich hasse sitzende Tiere, also nicht Tiere, die sitzen an sich, aber... Hast du es auf Tiere zu schießen, die sitzen? So, der Kollege sieht nicht aus, als wäre er wirklich gut getroffen worden, bin ich ehrlich. Aber das ist es wieder, die sitzende Tiere. Oh doch, wir haben ihn getroffen. Das war einfach nur das falsche Tier, was ich angeschaut habe. Alles gut, Leute, beruhigt euch. So, da hinten sitzt auch noch ein Büffel. Ja, jetzt setz dich doch mal zu den Kollegen hier. Wollen wir den auch noch abschießen? Ich glaube, das ist ein Weibchen da hinten. Aber das zu treffen ist schwierig, weil 360 Meter Seitenwind ist nicht optimal. So, hier machen wir mal die Markierung hin. Ist nicht optimal. Vielleicht schießen wir einfach hier auf das Weibchen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also das können wir schaffen. Oder will sich der Büffel nochmal drehen? Ach, ist doch egal. Wir schießen auf das Tier hier. Ja, es macht es mir sogar noch leichter. Wunderbar. So, und... Die Lunge haben wir auf jeden Fall erwischt. Da habe ich keinerlei Zweifel daran. Vielleicht einmal noch kurz hier eine Markierung setzen, wo das Tier langkommt. Ungefähr. Ja. Ist die okay, die Markierung? Ich glaube nicht. Machen wir mal hier. Okay, das ist genau dieselbe Markierung wie vorher. Egal, egal. Was ist eigentlich mit ihm hier? Warum ist denn der noch da? Okay, jetzt muss ich ihn doch abschießen. Wenn er nicht flüchtet, ist er ja selber schuld, oder? Hey, dass der getroffen hat. Sehr geil. Wahrscheinlich kein Hirntreffer, weil der ein bisschen zu tief war, aber Schädeltreffer. Dafür hätte ich wahrscheinlich noch ein Stück höher zielen müssen. Obwohl, die Büffel haben ja ein relativ tief sitzendes Gehirn, ne? War das nicht so oder waren das die Bisons? Wir werden es sehen. Wir werden es gleich sehen. So. Die Markierung war, glaube ich, useless. Die kann ich löschen. Genau, genau wie den Hochstand. Der kann auch weg. Gucken wir noch mal. Vielleicht war der Büffel dabei, den wir vorhin angeschossen haben oder der uns angegriffen hat. Oh Moment, da sind noch mehr Büffel. Die Chance, den Büffel von vorhin zu finden, ist immer noch da. Wir könnten ja nochmal auf einen schießen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das diese Büffel sind von vorhin, aber sie könnten es natürlich sein, ne? So, aber ich habe keine Ahnung, ob es ein Männchen oder ein Weibchen war, was uns da angegriffen hat. Es war auf jeden Fall schwarz. Ich werde einfach nochmal das ausgewachsene Weibchen hier angreifen.
Weil das, ja, ne, gute Chancen. Gut. Greifen wir uns aber auch nicht an, ne? Also ich hätte ja gedacht, vielleicht kommen sie nochmal und fordern es nochmal heraus. Aber dem ist wohl nicht so. Die haben wohl ihren Mut verloren. Okay, ich muss noch ein paar Meter weiter vorfahren. So, erstmal den Büffel angucken, würde ich sagen. So, Büffel Nummer 1. So, da haben wir ihn. Auch schön eigentlich getroffen. Hier am Vorderlauf vorbei an den Beinen und schön am Knochen vorbei rein in die Lunge. So muss das sein. Zwar viel zu wenig Energie, wie man sieht. Jagdbewertung reicht trotzdem aus. Aber, warte mal. Wieso kriegen wir eine Nullstern drauf? Achso. Ja, ich verstehe schon. Weibchen, ausgewachsenes Weibchen, ja. Ja, ne? Ist okay. Ist solide, aber ist leider nicht das Tier, was wir erwartet haben. Aber gut. Wir haben ja noch eins abgeschossen. Vielleicht ist es das. So, was ist mit dir? Du bist es wahrscheinlich nicht. Du bist höchstens das Tier, was uns gebackstabbt hat. Und hier sehen wir. Ja, das Gehirn mittig zwischen den Augen. Deutlich tiefer, als man denkt. Aber wir haben es getroffen. Sag ich doch, das ist tief. Ja, das war ein männliches Jungtier. Das hat es jetzt... Tja, es hat es leider erwischt. Aber gut, den Arbeit war unter 60%. Ist okay. Kann man machen auf jeden Fall. Es wollte nicht abhauen. Es ist selber schuld. So, dann der nächste Kollege. Das Weibchen hier. Ich glaube, das war erwachsen oder ausgewachsen. Eins von beiden. Tja, leider kein Herzschuss. Die Richtung war gut. Die Höhe war leider ein bisschen drüber. Jungtier. Ja, gut. Denkt euch einfach, es war ausgewachsen. Ist ja auch egal eigentlich. Ist egal. Komm. So, und dann haben wir jetzt noch einen Büffel da vorne. Der vielleicht noch möglicherweise, ganz eventuell, der Büffel ist, den ich angeschossen habe mit der Schrotflinte, aber wahrscheinlich nicht. So, sehe ich ihn schon irgendwo? Gehe immer einfach hier geradeaus. Ja, da vorne sind auch noch die anderen Büffel, ne? Wir könnten natürlich nochmal, reinschießen. Ich glaube, der Büffel, den ich angeschossen habe, ist noch am... ist noch am Leben, ja. Ist nicht falsch, was ich gesagt habe. So, ja, okay, sie flüchten. Flüchtet. Noch jemand dabei, der irgendwie schwarz aussieht? Du, hä? Nee, komm. Lass mal gut sein. Ja, wir gucken jetzt, entweder der hier ist es oder ist es halt nicht. Lebt noch, oder? Habe ich gerade... Was habe ich hier gerade gehört? Sind hier Honigdachse unterwegs? Vielleicht. Honigdachse, hallo. Schade, nee. Honigdachse würde ich auch mal wieder mitnehmen, bin ich ehrlich. Gut. So, gucken wir nochmal. Also, ich... Nein. Es ist nicht. Oder sie, ich glaube, es ist ein Weibchen. Aber auf jeden Fall ist es nicht das Tier, was wir angeschossen haben. Schade. Schade, ich hätte schon ganz gerne mal gesehen, was für ein Impact eine Schrotflinte auf so einen Büffel hat. Wir könnten das eigentlich mal probieren, ja. Bei einem kleineren Tier vielleicht, ja, vielleicht eine Hyäne oder sowas. Irgendein Tier, was wir halt anlocken könnten. Ja, und dann auf 50, 25 Meter halt mit der Schrotflinte abknallen. Könnten wir mal probieren. Aber mal schauen, vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, ne. Jetzt gehen wir erstmal weiter. So, da vorne am Abgrund, das ist wirklich ein Abgrund, ist relativ viel los. Guckt euch das an, wir haben hier Spießburger, oh, sogar 3 Sterne. Oh, den sollte ich eigentlich gleich machen am besten. Wir haben auch Büffel da, ihr seht's. Aber den sollte ich gleich machen, bevor er hier irgendwie, weiß nicht, aus meinem Sichtfeld verschwindet. Er bewegt sich schon so. Hammer. Hammer. Einfach Hammer. So, was mit euch beiden? Will da noch jemand? Ich nehme mal mit. Wunderbar, eigentlich. So, naja, da vorne ist halt der Abgrund, ne? Wo wollt ihr hin? Was soll der machen? Kein Entkommen. Wo sind sie hin? Sie sind den Abgrund runter. Hinterher. Hinterher. Sind die wirklich da runtergesprungen jetzt? Tatsächlich. Tatsächlich, aber das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ja, das ist tödliche Blutspur. Bei dir bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Oh, ich muss nachladen. Warte mal kurz. Chill mal. Da drüben sind auch irgendwelche Tiere.
Hallo, chill, habe ich gesagt. Den müssen wir noch einmal hitten. Okay, hit. Ist er jetzt tödlich verwundet? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Er müsste tödlich verwundet sein, aber ich treffe ihn nicht mehr. Ich bin so schlecht gerade. Einer von beiden, links oder rechts? Ach scheiße, ich habe eh nicht getroffen. Gut, den haben wir einfach nur zerballert. Sehe ich ein. Löwe! Simba, bist du's? Ja, okay, also ein paar haben wir erwischt auf jeden Fall. Zwei, drei, vier. Also den einen habe ich dreimal abgeschossen. Ich glaube, der stirbt trotzdem nicht. Das macht mich ein bisschen traurig eigentlich. Hier haben wir auf jeden Fall zwei tödlich erwischt noch. Wo liegen die denn jetzt alle? Gehen wir einfach mal runter, würde ich sagen. Hier wird schon bestimmt der eine oder andere gleich auftauchen. Auf jeden Fall mittlere Menge Blut, Duftblasen. Also drei oder vielleicht sogar vier müssten wir erwischt haben. Also die Springbürger, die gönnen auch manchmal. Spießbürger meine ich natürlich, sorry. Auch wenn der eine mich ein bisschen enttäuscht hat, den ich dreimal abschießen musste. Da, beziehungsweise nicht der Spießbock hat mich enttäuscht, sondern meine eigene Leistung hat mich einfach enttäuscht. So einfach ist es. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Spießböcke lang gegangen sind. Ob die jetzt wirklich hier lang sind. Weil eigentlich sind sie ja da drüben wieder hoch. Ich sehe jetzt auch keine Blutspuren mehr hier. Ich würde sagen, ich gucke mich einfach ein bisschen um. Und dann... Naja, warte mal, da liegt doch einer. Den holen wir vielleicht doch erstmal. Okay, der ist hier in die Sackgasse gelaufen. War auch nicht so smart von ihm. Aber gut, ich meine, Sackgassen sind hier überall. So, Kollege, du bist hoffentlich der Drei-Sterne-Brudi. Dich würde ich nämlich gerne mitnehmen. Die Hörner sind auf jeden Fall spitz und lang. Das sind doch gut, ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Joa, gut getroffen haben wir auch. Das könnte der Drei-Sterne-Kollege sein. Ist es auch. 85% DNA-Wert. Schön. Könnte mit eins der besten Tiere sein, die wir bisher hatten. Also, der besten Spießböcke. Obwohl, ich glaube, drei Sterne hatten wir schon mal. Ich glaube, nur darüber hinaus. Vier Sterne hatten wir noch nicht. Zumindest bei den Tieren. Die waren immer so im Ein- oder Zwei-Sterne-Bereich ganz oft. Hat mich immer genervt, ich weiß es. So, hier haben wir auch noch eine Blutspur, die nicht verschwinden will. Ich weiß nicht, ob jetzt hier im Wasser vielleicht irgendwo noch ein Tier liegt. Ich hoffe nicht, weil die werden ja eigentlich nach oben, ne? Die schwimmen ja eigentlich oben. So, ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Cut und wir gucken mal, wo noch überall Tiere rumliegen, würde ich sagen. Okay, hier haben wir noch einen Kollegen. Schön. Aber so ganz bin ich nicht sicher. Ich glaube, ich habe irgendwo einen vergessen. 63% erwachsen. Ja, ist okay. Ist okay. Warte mal, hier ist noch eine Spur und da drüben ist noch eine Spur. Wunderbar. Hier ist auch irgendwo eine kleine Blutspur noch zwischendurch gewesen. Das wird wahrscheinlich die von dem Tier sein, was ich dreimal abgeschossen habe und nicht töten konnte. Normalerweise reichen drei Schüsse. Das enttäuscht mich noch ein bisschen. Aber gut. Habe ich ja eben schon mal erwähnt. So, zwei Blutspuren haben wir also noch. Also noch zwei Tiere. Heißt insgesamt vier Tiere haben wir erwischt. Obwohl da vorne auch noch ganz schön viel Blut ist. Aber gut, wir müssen jetzt halt mal gucken, wo die alle liegen geblieben sind. So, hier vorne müsste doch jetzt noch eins liegen. Jetzt bin ich doch schon ein ganzes Stück gelaufen. So langsam müssen die doch kommen. Sind das noch beide Blutspuren, die hier langlaufen? Ich glaube schon, ja. Eins, zwei. Ja, gut. Beeil mich mal ein bisschen. Nicht den ganzen Tag Zeit hier. Da vorne ist das nächste. Wunderbar, guck mal. So, wir haben hier noch eine klare Blutspur. Das Tier wird wahrscheinlich am längsten gelebt haben. Logischerweise. So, der Kollege haben wir auch ganz gut getroffen. Aber wenigstens jedes Tier bisher ein Schuss. Ne? Bis auf das, was wir dreimal abgeschossen haben. Aber darüber reden wir jetzt einfach nicht mehr. Da unten ist immer noch Party. Könnten immer noch Spießböcke sein. Gehe ich richtig in der Annahme? Nein. Es sind Springböcke. Und zwar... das ist jetzt ungünstig für euch, wo er da steht. Ist ein richtiger Engpass, hä? Gut, ich habe meine Chance verpasst. Egal. Schade. Ich hätte natürlich, ich hätte noch ein paar mitgenommen. Aber die waren zu schnell weg. Markieren kann ich sie trotzdem mal. So, wo ist jetzt denn meine Blutspur? Da vorne geht sie hin. Okay, das ist eine sehr langführende Blutspur. Ich denke, ich muss nochmal einen kleinen Cut machen. Also ich habe mein Auto jetzt stehen lassen. Jetzt mitnehmen sollen. Okay, wir gucken mal. Ne? Wir holen nochmal das nächste Tier ran.
Das Tier ist ganz schön weit gelaufen. Ich habe hier gerade ein Problem. Wartet mal kurz. Moment. Rotflinte, das ist der Zeitpunkt. Ich hab's schon wieder verkackt. Nein. Wäre jetzt meine Gelegenheit gewesen, die Schrotflinte auszutesten. Egal. Das Tier ist wirklich, wirklich weit gelaufen. Warum haben die mich jetzt überhaupt angegriffen? Achso, weil sie mich einfach gesehen haben wahrscheinlich. Da liegt's. Jetzt habe ich wieder ein Tier angeschossen. Das ist doch scheiße. Vor allem habe ich es nicht gut getroffen, oder? Einmal kurz hier drüben schauen. Ah ne, das ist die andere Blutspur, ne? Shit. Wieder eine Menge Blut, ja, das ist die andere Spur. Ja gut, ich habe jetzt einfach ein bisschen tief geschossen, aber ich habe auch 150 Meter eingestellt. Deswegen habe ich halt sehr tief gezielt, aber... Ja, schade. Das wäre die Chance gewesen, die Schrotflinte zu testen. Ne? Na gut, vor allem habe ich das eine Tier... Es kamen ja zwei Tiere auf mich zu. Habe ich das andere einfach gar nicht getroffen? Moment, hier ist auch noch eine Blutspur. Lass mich kurz hier gucken. Ah, ne, ist auch wieder dieselbe Blutspur. Ja gut, ignorieren wir einfach das, was eben passiert ist. Und gucken uns das Tier mal an. Die Frage ist, ob das vielleicht doch das Tier ist, was ich dreimal abgeschossen habe, weil... Es ist wirklich weit gelaufen. Über einen Kilometer. Das können eigentlich nur Tiere sein, die nur eine Fleischwunde haben oder so. Gucken mal. Ja, das ist es. Tatsächlich. Boah, wir haben sogar hier die Hauptschokolade getroffen. Also, eigentlich sogar ziemlich genau getroffen. Hat hier nicht ganz gereicht, aber gut. Ja, nochmal in den Arsch geschossen und hier nochmal. Ja, das war das Tier auf jeden Fall. Haben wir echt übel getroffen. Aber gut, fürs Fleisch hat's gereicht, ne? Immerhin haben wir es noch erwischt, ja? Ausgewachsenes Weibchen, weg mit dir. Was mir ja wiederum die Frage stellt, haben wir dann nicht vielleicht doch ein Tier vergessen? Scheiße. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Und hol mein Auto und guck nochmal, weil es könnte wirklich sein, dass da noch eins liegt. Ja, egal, weiter geht's erstmal, weiter geht's. So, ich habe das alles nochmal überprüft. Alles gut, wir haben keinen Spießbock vergessen. So langsam sollten wir aber trotzdem mal ans Ende der Folge kommen, habe ich gerade gemerkt. Schon bei 27 Minuten oder so. Und ich habe ja doch noch ein paar Springböcke markiert. Davon werden wir uns einen mitnehmen und gegebenenfalls noch einen Honigdachs hinter mir. Da waren irgendwo Honigdachse. Gegebenenfalls nehmen wir davon auch noch einen mit und dann haben wir es für heute eigentlich. So, wir fangen mit dem Kollegen an. 2 Sterne ausgewachsen, wunderbar. Das Tier daneben ist übrigens auch ausgewachsen. Nur mal um den Unterschied, ne, zu kennzeichnen oder sichtbar zu machen. Ne, das ist ausgewachsen, aber wenn sie so richtig farblos werden, dann sind sie wirklich, wirklich alt. Ne? So, gut. Kollege, willst du nochmal stehen bleiben? Dann kann ich da wunderbar auf dein Herz schießen. Haben wir heute schon mal einen Herzschuss gelandet? Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube immer nur knapp daneben. Deswegen ist mal Zeit. Guck mal, so ist doch gut. Jetzt hier einmal stehen bleiben. 200 Meter passt eigentlich auch relativ gut. Komm, bleib mal stehen. Ansonsten muss ich jetzt einfach gleich schießen. 3, 2, 1. Oh, eventuell habe ich den da hinten auch getroffen. Wir haben schon mal einen Doppelabschuss mit der Remington gemacht. Also es ist nicht unrealistisch, dass wir den getroffen haben. Wahrscheinlich nicht tödlich, ne? Aber... Eventuell haben wir ihn mit erwischt. Es war auch überhaupt nicht mein Anliegen eigentlich. Aber es ist halt einfach passiert. So, was mit dir? Willst du noch geschossen werden? Warum springst du nicht? Du bist ein Springbock. Spring gefälligst. Na gut. Okay, den haben wir erwischt. So, Honigdachs. Das ist keine Honigdachs da hinten. Ich habe sie auf jeden Fall vorhin hier rumspringen sehen. Am besten wäre es vielleicht, wenn ich den Hochstand aufbaue. So, die Schrotflinte kommt mal weg. Die Styrogums, nee, die will ich gar nicht. Ich will die Scout. Genau, die will ich. So, und dann stellen wir hier noch so ein Gerät auf. Genau, nee, warte, das ist das Fernglas. Das kann ich nicht aufstellen. So, das hier meine ich. Dann gehen wir mal hoch. Und dann gucken wir mal, ob hier noch Honigdachse in der Gegend sind. Ich denke aber mal, die werden nicht geflüchtet sein. Dafür waren sie nicht nah genug dran. So, wo sind sie? Da ist einer. Stern erwachsen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist mir egal, wie hoch der DNA-Wert ist, den nehmen wir mit. So, wo war noch einer? Irgendwo war doch noch einer. Ich habe 2 Weibchen auf jeden Fall noch gesehen vorhin. Naja, gut. Schade. Dann müssen wir uns halt mit dem Männchen abfinden. Ist es das da hinten? Ne, guck mal, das ist ein Weibchen. Wo ist jetzt das Männchen hin?
Also man sieht schon, es ist gar nicht so gut einsehbar, aber wir schießen jetzt einfach. Wir werden dann schon sehen, wo die anderen Tiere sind. Ich denke mal, die werden sich dann schon zeigen oder eben auch nicht. Wo waren das jetzt da hinten? Entfernung 200 Meter. Bisschen mehr, 230 Meter, aber gut. Gegenwind ist okay. Ungefähr so, oder? Der gräbt da gerade nach, keine Ahnung, nach was. Oh, haben wir tödlich verwundet, auf jeden Fall. Der ist down. Den haben wir nicht getroffen. Jetzt haben wir ihn getroffen. Oh shit, wo ist er hin? Ja, ne, im hohen Gras sieht man die jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Das war jetzt. Das war's auch, oder? Ist keiner mehr da? Hm. Schwören können, da waren mehr. Egal. Hinten kommen noch Kollegen. Hyänen kommen da noch. Keine Ahnung, ob ich den zweiten Honigdachs jetzt getötet habe oder nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber er wird wahrscheinlich... Gut, wir werden es herausfinden wahrscheinlich. Wie weit seid ihr weg? 400 Meter. Gut, da kann ich auch keinen Wert einsehen. Folgendes. Wir holen erstmal das Tier, was wir abgeschossen haben. Dann gehen wir rüber zu den Dachsen und gucken zumindest nochmal die Hyänen an. Ja, ob wir noch eine mitnehmen wollen oder nicht. Und dann ist aber Schicht im Schacht, ja? So. Wo ist er denn, unser Springbok? Wir haben den doch direkt abgeschossen, oder? Der ist doch direkt down gegangen. Habe ich den nicht ordentlich markiert? Wo ist er denn? Nicht doof? Ich kann das doch nicht übersehen, das Tier liegt ja hier vorne. Da liegt er, hä? Was das für eine Markierung, Alter? Die war ja schmutziger. Die war ja komplett irreführend. So, hier. Ja, okay, die Kugel ist nicht ausgetreten, dafür war der Winkel zu schräg. Das heißt, wir haben das Tier dahinter auch nicht erwischt. Eigentlich ganz gut. Beide Lungenflügel ansonsten erwischt. Schuss war in Ordnung. 5 Sterne Jagdbewertung, ja... Gut, unter 50% DNA-Wert leider. Ja, schade. Ich hätte mir auch einen Herzschuss gegönnt, aber der war zu hoch. Schade. Okay, jetzt gehen wir wieder rüber. Und dann gucken wir mal, was dort Phase ist. Ich seh die Hyänen gerade nicht. Wo sind sie denn? So viel näher sollte ich jetzt, glaube ich, nicht rangehen. Wo sind sie denn, meine Freunde? Hallöchen. Da sind sie doch, oder? Ich muss immer einen Hochstand aufstellen, weil ansonsten kann ich die Hyänen nicht einsehen. Produzieren wir nochmal. Können wir den hier wieder abbauen neben uns. So, komm. Gönnen wir nochmal eine 3-Sterne-Hyäne. Das ist nicht zu viel verlangt, finde ich. Ich denke, das kann ich schon fordern, oder? 1 Stern. Na, erwachsen. Ist niemand ausgewachsen, oder? Doch du, aber nur weiblich. Erwachsen. Ja. Habe ich mir schöner vorgestellt, aber gut, dann schießen wir einfach das eine ausgewachsene Tier und beenden das damit. So. 200 Meter ist vielleicht ein bisschen viel und... Reicht, oder? Okay, der zweite Schuss war unnötig, glaube ich, aber... Das Tier sieht nicht tödlich verletzt aus. Doch, jetzt sieht es tödlich verletzt aus. Ja, alles gut. Hätte vielleicht ein bisschen warten können noch. Egal. So, markieren wir uns und dann holen wir mal die Dachse und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Oh, da ist noch einer. Kein Entkommen, mein Freund. Dich nehme ich noch mit. Okay. Ja gut, machen wir es halt mit 2 Schüssen. Ist auch okay. So. Hier, Lunge leider nicht ganz getroffen. Was haben wir hier? Erwachsen, weiblich. Gut. So, wo geht's weiter? Wo sind die anderen Honigdachse? Hallo? Hier ist noch einer. So, und den dritten habe ich auch getroffen. Oder auch getötet. Wunderbar. Lunge haben wir auch erwischt hier. War auch knapp, aber mal erwischt. Wunderbar. Und dann haben wir da noch ein Tier.
Okay, ja, auch gut, auch gut. So, wunderbar. Ja, gut, der war jetzt nicht der schönste Schuss, aber kann man machen. So, und die eine Hyäne, gut, die ist jetzt nicht so der Rede wert. Die werde ich jetzt noch einsammeln. Tödlich haben wir jetzt ja verwundet. Aber ich glaube, die schneide ich nicht noch mit rein, denn ich sehe gerade, dass wir schon wieder, dass die Folge schon wieder zu lang wird. Also, Leute, die Hyäne zeige ich jetzt nicht mehr. Ich sammle sie trotzdem noch ein. Ja, ansonsten war die Ausbeute heute doch ganz gut eigentlich. Zwar nicht überragend, aber war okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und oder einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, lasst krachen und ciao, ciao.